Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rare im LS19 am Samstagmorgen, einen wunderschönen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass der wunderschöne, oder der gute Philipp am Förderbad fahren war und, gucken kurz nach, wo ist er? Ein bisschen über der Hälfte beim Feld, über der Hälfte übers Feld. Oh, wie sagt man dazu? Ich glaube, das passt sozusagen. Auf jeden Fall hat er schon ein ganz gutes Stück geschafft. Ein bisschen über der Hälfte vom Feld, jetzt genau. Hat er es richtig. Und ich glaube, in der heutigen Folge wird er da auch ankommen. Ich bin kurz vorm Ziel. Ja. So, ich fahr hier so. Wenn sich ein dritter Mitspieler findet, bis zur nächsten Aufnahme, dann, sind wir dann danach wieder bloß zwei. Ja. So, zack. Ich mach das hier nicht freiwillig, ne? Doch, natürlich. Oh Gott, Baumstumpf. Oh. Leicht gestrampt. Aber er hat's überlebt. So. Bin kurz vor der Einfahrt. Ja. Ja. Dann hat er es gleich geschafft. Aber die kleinen Reste, die lasse ich da auch liegen. Weil die nur die sind, braucht jetzt keiner. Wenn ich jetzt eine Facecam hätte, ne? Ich fahre hier vor dem Bildschirm ab, ey. Langsam ging perfekt. Nehme die Reste ja auch noch mal mit. Dann schaue ich mal, ob ich dieses Förderband mit 40 km/h finde. Ich bin an der Einfahrt. Ja. Das darf ich dann wieder aufbauen, ne? Ich hoffe nur, dass es die Länge von den Förderbändern ausreicht. Ey, ich fahr da nicht nochmal hin, ne? Müssen wir ein Heli mit drauf nehmen, da wo wir es rüber fliegen dann. Mir fällt gerade was ein. Ich hätte ja auch ganz einfach, was meinst du? Mir fällt's nicht ein, auch Mann, ey. Was ich mit dem Gerät im LS oder vertauscht meint? Ja, ich hab vergessen. Ach nö. Also es ist echt lang, das Förderband. Doppelt so lang als wie das eine. Okay. Mal gucken, ob es dir später wieder einfällt. Haben wir jetzt eigentlich. War das jetzt billiger? Das war definitiv billiger, die Verlängerung zu kaufen. Okay, passt. Ja, ja. Weil das andere ist ja nochmal eins, das muss transportiert und das ist ja nur eine Förderbandkettenverlängerung. So, ich fahre hier ganz kurz in den Acker rein, weil sonst kann ich hier nicht gescheit wenden. Ich weiß nicht, ob das reicht. Schaut nicht so aus. Och nö. Ich bräuchte vielleicht gleich deine Hilfe. Ja. Du musst das andere Förderband fahren. Ich bin gerade dabei, mit dem Schwaden fertig geworden. Und jetzt weiter in den B-Drücken nach Hause und dann später mit dem Klaus an der Ballenplätze anzurücken. Die Düsen sind ja schon im Wachstum, da kann man das reichen wird. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich schau.
ich werde irgendwie immer langsamer. Oh nein. Sprit alle. Ich komme nicht um die Kurve rum. Der Feldweg hier ist genauso holprig wie auf der Stadt und auch der Waldweg. Gott, oh Gott, oh Gott. Und noch eine. Brauchen wir noch eine? Ich schiebe jetzt noch aus. So. Kurz Handy ausgestanden, so. Nein. Oh. Funktioniert es nicht so ganz wie geplant? Das ist zu wenig. Ja, das heißt, wir brauchen nochmal eine Verlängerung. Ich miet mir dann mal was. Oder soll ich es gleich kaufen? Tieflader. Also. Geht los, kaufen oder mieten? Mieten. Kaufen ist viel zu teuer. Okay. Oh, ich muss jetzt ganz kurz. Hat das Mieten 18.000 gekostet oder was? Ja. Ja, moin. Was magst du? Ich möchte mir ganz kurz das Förderband angucken, ob das wirklich nicht umhängen kann. Gut, ich habe mal auch irgendwo gehört. Aber ich glaube, es ist schon vorbei. Oh ne, es ist hinter mir. Okay. So, meine Verteidigung der Farbe ändern hat, war kostenlos. Na gut, ne? Kann man machen. Kommt sogar mit dem Standardtraktor. Jetzt. Und dann zeige ich dir, dass man es nicht anhängen kann. Ja, ich sehe es gerade. Ich kann es auch nicht anhängen. Hier hinten. Ne, kann man so schlecht nicht anhängen. Das. Oh, ich bin im Förderband drin. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Oh, ich töte. Ich habe mir viel schädlicher vorgestellt. Da schau her. Ja, ich hab's gerade mit dem Betrag schon ausprobiert, das funktioniert nicht. Oder geht's mit dem Glas? Nee, ne. Wenn's mit dem Betrag hier schon funktioniert mit dem Klangel, dann funktioniert's mit dem anderen auch nicht. Nee.
muss ich mal im Singleplayer wieder. Oh Gott, ausprobieren, ob man die Standard die Standardförderband im Singleplayer überhaupt anhängen kann. Normal schon. Dreieck wird auch abgewaschen. Oder Schlepperdreieck, so jetzt hat. Hoffentlich lübt das hier. Muss aber auf, darfst auf jeden Fall nicht schnell fahren, sonst fliegt es glaube ich runter. Du meinst schnell um die Kurve. Ja. Handbremse drin. So, nehmen wir mal unseren Fendi-Fendi wieder zum Einsatz. Oh, ich hab's genau richtig ausgefahren. Wir müssen das ganze Zeug hier nochmal aufkloppen. Zack, da auf. Zack, Wandtäfelchen raus. Perfekt. Presse müsste, ah genau, steht es einmal. Oh Gott, da ist schon kein Weg. Zack. Okay, dann müssen wir mal zum Pressen weiter. Da wollen wir jetzt grün nochmal nach. Muss das gepresst werden? Ich mach die Rundumleuchten ein, ne? Presse zu ballen, okay. Ich mach sie rundum leicht lang, glaube ich, ist besser, oder? Ja, glaube auch. Okay. Allein ist da noch ein bisschen Stroh drin. Na egal. Ey, ist das lange gespannt. Wenn wir von der Mission ein paar Heuballen rausbekommen, in unser Lager. Ich glaube schon, ja, okay. Würde ich schon sagen. Das Verkaufen lohnt sich nicht wirklich. Also ich fahre jetzt höchstens 30 und es geht gut voran. Ja, es läuft auf jeden Fall schneller als mit 5. Ja. Mit 4 km/h demnach. Ey, jetzt hat es mich nicht ernsthaft überholt. Was ist ein Auto? Ja, ich will hier so gemütlich reinbiegen. Scheiße, ich komme da nicht rein. Lenkachse hat geregelt. Ein bisschen, ja. Lenkachse im Sinne von die wirkliche Lenkachse oder starker Bau? Ja, wirkliche Lenkachse. Ach, okay. Oh, mein Topspeed 40, 50 sogar, leck mich fit. Es ist nicht unten. Aber ich bin gerade sau konzentriert. Ah, gekommen. Heile. Yippie! Da freut er sich. Hey, this. Ey. Es ist nichts passiert. Hilfe. Ich ist gerade fast umgeschmissen. Egal. Das Förderband oder das Ganze gespannt?
Ich hoffe mal, es war dabei, weil der Tiefladen ist nur gemietet. Verband. So, hier wächst zum Glück nichts, also können wir hier schön drehen. Die Einfahrt ist auch ein bisschen unangenehm, muss man sagen. Ausklappen. Und dann können wir auch schon reinstarten ins Vergnügen. Der erste Ballen ist draußen, aber es war leider nur. War noch kein äußerer Stroh. Boah, hier geht die Zeit gut rum, weil es aber ohne wirklich fette Schwatt geworden. Aber der Fan schafft ganz gut. 20 km/h Top Speed. Nicht schlecht. Ne, da kommen wir so nicht rum. Wir noch ein bisschen zurück. Ein bisschen was haben wir hier auch liegen gelassen. Das kann ich nochmal mitnehmen. Ah, da liegen sie da, die Ballen. Ja, ich bin hier gerade voll am Pudeln. Mein Schuh. Jetzt ist das eine Förderband zu hoch, leck. Oh. Ich höre, du hast Spaß. So. Oh Gott, damit. Wenn man da Spaß nehmen kann. Baumstumpf. Oder Baumverwiesung mit Baumteil. Oh Gott, wo wir sind, weiter hoch. Eieieiei. Gott, oh Gott. Das ist Menschenquälerei. Das Häufchen will ich mitnehmen, das ist ganz gut, was? Material. So, jetzt haben wir. Größten Teil mitgenommen. Nur gucken, dass ich auf der in der Mitte von der Bahn bleibe und dann ist alles gut. Aber die Presse wird bei uns ganz schön gefordert. Ja. Gut, klappt's. Ja. Es lebt. Warte, ich muss kurz angucken. Ja. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ach du Kacke. Oh mein Gott. All dieser pinke Anhänger, der sticht sowas von krass raus. Schon weg. Und da ist er. Uhuhu. Oh Gott, ich bin da reingefallen, Hilfe. Und die Zeige geht gut hoch. Und das Gute ist jetzt halt, es läuft auch immer wieder weiter, auch wenn man wenn es auch voll ist. Ich sehe die Auto gerade geschickt. Läuft. Also das heißt, jetzt ist ein Selbstläufer. Ich glaube, eins muss nachher, damit wir auch gut hinterkommen. Ja, oder wir fahren mit dem Helilader oder stellen den. Werden wir vor mit dem Sinus dann? Also sollen wir jetzt den kaufen, den Sinus? Ich würde so. Nee, ich glaube nicht. 114.000? Nee, weil dann haben wir nur noch knapp 30.000. Und wir brauchen ihn ja nicht zwingend da oben. Weil wir haben ja jetzt den Annaburger danach dann. Und da können wir dann direkt entladen. Den Annaburger, den haben wir nur gemietet gehabt. Ja, den hatten wir nur gemietet, aber. Den können wir uns aber in der nächsten Saison wieder mieten. Außer wir wollen es so machen wie bisher mit der mit der Förderbandkette. Ja. Oder wir können ja so machen, weil normalerweise kriegen wir ja, wenn wir jetzt das ganze Zeug, was da oben noch liegt,
Und das ist locker auch eine halbe Mille. Und da kriegen wir dann glaube ich auch wieder so um die 100.000. Und da, also ich würde ab sofort sagen, das was wir nur für die Kühe brauchen, bleibt auf dem Hof. Ja. Und den Rest kommt alles hinter zur WGA. Direkt hinter im Silo von der WGA. Ja. Gegärt, damit wir gleich mit der überförderbaren Kette klar Schiff machen können. Wenn dann mal am Hof ein bisschen noch schön angenehm Platz. Ja. Aber irgendwann wird sich bei uns rentieren, dass wir einen LKW kaufen. Ja. Glaube ich auch. Ball fliegen gerade nur so hin raus gefühlt. Und meine willst du selber sammeln oder sammeln lassen? Mir egal, du kannst gerne sammeln fahren, wenn ich will. Dann schwing ich mich mal den Drescher an. Nein, ich meinte jetzt, ob ich dir dann helfen muss beim Sammeln oder. Achso, nee, so viele Balls jetzt auch nicht. Ich hab zwei Anhänger und dann war's es. Dann richte ich dir schon mal den Skorpion her, Schmidt. Okay. Wieso meinst du? Den Skorpion herrichten zum Sammeln. Ne, wir haben doch ein Autostack. Ah ja, jetzt geht er doch auf Autostack. Ja, wieso? Das ist eine Mission, da geht's um Schnelligkeit. Okay, ich richte den Unimark her. So, noch ein bisschen mal liegen gelassen. Sau. Oh, knapp. Ob das wird das was? Alles an? Ja, das wird was. Das hat gelübt. Es ruckt gerade ein bisschen krass. Ich hüpfe gerade durch. Ah. Okay, dann weiß ich wieso. Darf ich den Helfer einhaken? Beim Drescher? Ja. Klar. Ja, alles schön aufgesammelt. Ich glaube, dann heißt das hier die letzte Bahn, wenn ich nicht so richtig sehe. Oh, die letzte kleine Schwarze, sagen wir so. Kurzer Kontrollblick. Ne, ich glaube, das war's. Das heißt, da haben wir die Ballen hinten raus. Oh ne. Okay, geschafft. So, kann man zuklappen da hinten. Ja, diese ganz kleinen Kleinigkeiten da. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich tank noch mal den Helfer ab hier. So pingelig wird hoffentlich die Mission nicht sein. Wobei, das Teil hier
nehme ich doch gerne nochmal mit. Weil es doch noch ein bisschen dicker. Oder was heißt dicker? Wir sind ein größeres Teil. Wobei ich, wir haben jetzt 71% drin. Ich gucke nochmal, ob ich noch eine Heubahn zusammenkriege. Hier gibt es noch manchmal nur so Stellen, wo noch ein bisschen was rumliegt. So, hier oben liegt auch noch ein bisschen was. Oh ja, hier liegt sogar noch ganz gut was. Im Rand liegt auch noch ein bisschen was rum. Brauchen noch knapp 1000 Liter. Aber ich glaube, so viel wird hier nicht mehr rumliegen. Sollen wir die Sonnenblumen direkt verkaufen oder noch ein bisschen einlagern? Ich würde sagen verkaufen. Weil wir haben direkt bloß, verkaufen? Ja, weil wir haben bloß ein Sonnenblumenfeld. Und... Ja, dann hole ich... Oh. Schon ein bisschen. Ja, da mache ich den Einhänger noch voll mit dem Rest, was wir im Lager haben. Da haben wir sogar ein bisschen was im Lager gehabt. Wir hatten doch schon mal Sonnenblume gemacht und dann... Stimmt. Wir warten. Oder auch nicht. Oder sind die hinten drin? Normalerweise haben wir die doch schon verkauft gehabt. Keine Ahnung, ich schau einfach weiß. Kann schon sein. Und ganz kurz im Menü nach. Wo geht's denn die Bash? Eis. Laut meiner Ansicht. Hage. Bei Hage. Hagebaum? Was? Ja, okay, ganz. Ein Heuball kriegen wir nicht mehr ganz zusammen. Ist auch wurscht. Da drüben bei Wasserhaus, ja, okay. Das passt schon. Oh. Sorry, Ballen. Jetzt hämmern die wieder, ey. So, Feld ist gepresst und wir sind auch für die heutige Folge schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und dann kommt nochmal ein Philipp, sein bekannter, berühmter Spruch. Ein Däumchen wie ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Also, wäre nett, wenn ihr ihn da lässt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen, restlichen Samstag. Und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.